Die hier rein? Nee. Warum? Oh. Genau. Weil die DSX. Ist das Ding jetzt kaputt? Das hast du jetzt kaputt gemacht. Das sorge ich dir auch. Guck mal. So, jetzt bin ich ja ruhig mal wach. Was war hier wieder los? Die Bras sind nicht da. In einer Stunde ist Einlass. Nicht so nah. So, in dieser Hosentasche sind jetzt 100 Euro fürs Erste. Werden wir heute reich? Und was kommt aus dieser Hosentasche dann wieder raus? Ja, die 100 Euro. Ja, ich glaube nicht. Ja. Mehr oder weniger, das ist hier diese Question. Mal gucken, ob die Böde. Ich mache mal wirklich so. Ist das eine Kasse drin jetzt? Oder? Mhm. Es ist kurz nach 12:30. Na und? Na und, geht doch mal hin. Der Onkel hat sein Handy vergessen, deswegen geht er nochmal zurück. Und wir unterhalten uns gerade, wann der nächste Trödelmarkt stattfindet und wir alle gleichzeitig Zeit haben. Das ist gar nicht so einfach. Wenn Zipfer das nächste Bier ansetzt. Das ist ein siegesicherer und sehr adretter Mann. Noch? Irgendwie geht's mit dem Darm rum. Ich leugne meine Beteiligung am Cum-Ex-Skandal. Du bist einer der schönsten Männer hier. Aber da kommst du noch nie ran. Mit so einem Hut kann man nur alle Wetten gewinnen. Es ist viel zu warm nebenbei geworden. Hier können wir dann hoch. Es wurde schon ein Tipp gegeben, Grüße an den Dreibeiner. Das erste Rennen fährt 7 auf Platz. Wehe, das gibt kein Glück. Aber es muss erstmal gefrühstückt werden, dringend. Da haben wir heute schon mal angeschossen. Das wollte ich gerade fragen. Herrlich. Das sind echte Männer. Hier wird erst noch gefrühstückt. Ich tue so, als würde ich den ganzen Tag Cola trinken, dabei ist immer Whisky drin. Das ist richtig. Was ist das? Eine neue Sorte? Ja, eine neue Sorte. Mal probieren. Ja, das ist eine harte Arbeit. Wirklich. So, meine erste Wette. 30 auf die 7 auf Platz. Der Vater hat. Ich bin vorsichtig dran gegangen. Naja, mit 10 auf 2 Euro auf Nord auf Kilmister von Motorrad. Naja, in Friedrun. Ich glaube, hier wird wild gewettet. Mit System. Ja. Gesundheit! Dieses Jahr hat es leider nicht für den VIP-Bereich gereicht. Naja, schauen wir halt mal wieder Pöbel zu hier. Der wird gewinnen, der Gute. Das ist eine Affenscheiße. 7 hat Önig, ne? Ach komm. Ich hab einen vierten. Nee. Ich hab einen vierten. Wir müssen an den Tonic stand. Los, hoch. Ja. So, jetzt beginnt der Tag erstmal so richtig. Ja. Es wird sogar live geploppt, das gute Stück. Ja, das ist eigentlich mein Job. Geil ist das. Und Mac and Chili Cheese. Der magische Moment. Na gut, es geht langsam voran. Was hast du? Ich muss ja, alles machen. Die 8 wird jetzt erster, zweiter oder dritter. Naja, jetzt ist es. Du hast 35. Haben wir da schon mal eingeschissen? Na los. Und unglaublich. Schalt dich, er wollte nicht. Ich will erstmal ins Biergarten. Das ist intensiv und. Das ist wieder meine übliche Aussage, ich spüre keinen Alkohol. Was? Das ist Quatsch. Na gut, das ist mein erstes Getränk, aber. Was ist das für ein Getränk hier? Sehr schmeckt. Schaut euch so Whisky, 41,8 Kanten. Whisky? Das
Voraus, Visibility Flow Weiling mit Garuba, mit Tipp, die ganze den Arcon, aber Visibility Flow, jetzt kommt der Angriff von Weiling und Arcon an der Innenseite. Visibility Flow Weiling mit Arcon, Visibility gewinnt, der Ziel für den Arcon, zweiter Flow. Okay, jetzt reicht. Jetzt ist Schluss. Dafür sind ja die Hälfte im Vater spielt endlich mal wie ein Mann. Ja, ich muss endlich mal mein Kapital wieder reinholen. Nee, da kann man sich wirklich nur betrinken. Schon mal angestoßen. Oh ja. Die 6 muss gewinnen und die 1 muss unter die ersten 3. Na komm jetzt. Schluss mit lustig. Das kann doch nicht wahr sein! Ey! Also spätestens jetzt platzt mir der Arsch. Statement? Ich hab auch nichts. Ja, ein Inner gewinnt, aber ganz ist nicht. Scheiße. Was machen wir falsch? Den falschen Zoll? Das. Ich habe massive Probleme. Die Mexikaner von gestern und die Chili Cheese, Mac and Cheese rächen sich. Und ich habe jetzt mit dem Vieh kommuniziert und er wettet jetzt für mich meine Scheine. Ich hoffe, das bringt mir irgendwie Glück hier auf dem Scheißhaus. Es muss jetzt mal wenigstens ein einziger Schein kommen bei mir. Das geht so immer nicht weiter. So, und das hier ist nun das vierte Rennen. Die 3 muss gewinnen und die 4 muss unter den ersten 3 sein. Bis kurz vor Schluss hatte er die 2er weiter nach vorne, 5 vor der 1. Aber hier so sensibler als in den beiden Sachen. Ja, das ist so. So, rechts. Die 9, der 1., 2. oder 3. Und die 12 wird jetzt sowas von massiv gewinnen. Der 8 gewinnt. Nein. Nicht, das wird das nicht. So, jetzt muss die 12 gewinnen. Die 12 ist gerade 5. Platz. Jetzt 6. Die 9 muss. Oh nee, das sieht da schon wieder so schlecht aus. Nein, das kann nicht sein. So eine Rattenscheiße hier. Mir reicht's. Hast du die? Ich gehe zu Hause. Tschüss. Sieger, das ist die Siegerzigarre. Die fällt sehr dünn aus. Die Siegerzigarre. Du hast deine Zigarre weggeworfen, ne? Ich hatte nie eine. Statement? Scheiße. Das hast du wirklich gut zusammen bisher. Es sind noch 3 Rennen, 3 Möglichkeiten, noch 3-mal zu verlieren. Gut zusammengefasst. Du lächelst mir viel zu glücklich. Ich habe 2-mal gewonnen. Ich kann glücklich machen. Das wird wirklich nur Zeit. Ja. Es gibt zwar keinen Grund anzustoßen, aber. Sagen, trinkt man nie einen Sekt, wenn man gewonnen hat? Nee, dann gibt es Champagner. Ach so. Das werden wir gleich sehen. Na gut. Ja. Werden wir heute noch Champagner trinken? Ob wir denn mal Champagner trinken, das weiß ich noch nicht. Aber ich ja. Prost. Ah. Das ist unfassbar. Die Bierpreise sind noch nicht mehr in Ordnung. Ja, wenn man die den Verlusten anrechnen muss, mit, ist schwierig. Was sind das, 04? Ey, das ist so cool. Für 5,50 €, Helmut. Dann noch nur 04, also dann wäre es aber gleich. Dann ist es für 50 €. Rennen Nummer 6. 7, Max.
Nee. Was denn? Sechs? Wir haben noch zwei danach. Ja, ja, können heute nach Bangkok gehen. Ja. Wie sind deine Prognosen hier? Oh, Platz nur? Na ja, gut. Ja, ich habe nicht so viel Mut. Arnis! Ronner Arnis! Da haben wir heute eigentlich schon mal. Ob wir heute schon mal haben? Los. Stehst. Schnellquett. So, die 7 ist schon mal vorne. Die 7 ist. Die 7 ist, die teilt sich den ersten Platz gerade. Jetzt sind alle weg, okay. Also jetzt, die 7 muss jetzt gewinnen. Ja, das kenne ich ja. Warte mal, guck hier mal. So, jetzt. Kann nicht wahr sein. Vierter Platz. Ich sag Gott, verdammte Gaul! Ey, nee, nee. Lops. Gibt das mal eine schöne Wildbratwurst zum Grill, die ist sehr kompakt und mächtig. Der Mann ist sehr lang und sehr attraktiv. Send mich ein. Das Siegerlächeln musste dringend aus dem Gesicht entschwinden, das gefällt mir gar nicht. Der Mann geht einfach zu gut, was die Wetten angeht. Komm. Aber ich muss sagen, es schmeckt aus dem Räuberspender einfach viel besser. Ja, warte mal jetzt. Ich bin auch für den Brutzelmann, Max, weil ich einen Sieg habe, die zwei. Aber das ist schön. Und dass der Brutzelmann jetzt mit der 8 gewinnen wird, steht hoffentlich außer Frage. Ja. Endlich lässt du mal keine Zweifel ab. Die 8 liegt an der Spitze. Die 8 ist ganz vorne. Ich zieh jetzt einfach durch. Na gut, es sind noch 2 Kilometer. Ihr seht es, oder? Ihr seht den Abstand? Ihr seht die 8? Die 5 bleibt schön auf dem zweiten Platz. Die 2? Wo ist denn die 2? Die ist auf jeden Fall nicht auf dem ersten Platz. Das ist doch krank! Die 8 ist der letzte! Ja, die 2 hat gewonnen. 10 Euro Sieg. Ich tut mir leid, Max. Du sollst in meinem Bier. Na gut, Seite gegönnt. Darf ich sagen, ich habe gewonnen. Ja. Das Vieh hat mir jetzt aufgrund meiner hohen Verluste auf massive Ehre ein Glas Sekt geholt. Das ist einfach gefühlt 0,25 oder 0,3 in Sekt. Ja, damit das muss ersoffen werden, dieser. Lass es dir schmecken. Danke. Das letzte Rennen jetzt. Jetzt wird er mal zugeschlagen. Jetzt wird er mal all in gegangen. So, allerletztes Rennen jetzt. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Hoffentlich nicht ohne Grund so heißt. Hoffe ich jetzt mal sehr stark. Ja. Die Quote ist auch stabil. Statement? Ja, ich gönne dir das und ich schau mal jetzt. Meinst du, dass du 10 auf Platz setzen möchtest oder dass der 10. Platz wird? Ich habe jetzt nur Platzwetten gemacht und kein anderer auf Sieg, damit der Max gewinnt im letzten Rennen. Das könnte ich als Vater nie übers Herz bringen, ein anderes Pferd auf Sieg zu setzen. Oder? Du hast das Gegenteil jetzt in 7 Runden bewiesen. Also in der letzten, aber in der letzten Runde muss man mal zusammen so halten. Ausnahmsweise. Wieso ausnahmsweise? Ja, das hätte ich jetzt nie übers Herz gebracht, mich alles nochmal für alles Schwerbeste zu setzen. Und nicht so nah. Nicht? Oh. So, die Quote ist mittlerweile schon bei 18 für die 8. 800 Euro. Wir gehen aber wieder hier hoch. Dann. Ja, ja. Ja? Ja, ich hab, nee, ich habe den mitgenommen. Das sind 2 Euro, da haben wir dann nicht gar nichts mehr.
vor dem letzten Rennen nochmal die letzten Biere. Es muss jetzt einfach knallen. Willst du vom Alkohol oder vom Gewinn? Beides. Es muss. Sind die schon? Wir haben noch. Lange noch nicht. Gut, dann ganz schön Ruhe. Wenn das nicht die Siegeslunde ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn du 1880 gewinnst, dann musst du heute eine Zigarre organisieren. Kein Problem. Aber ja, das ist ein Problem. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Aber nicht unmöglich. Eine 8 befindet sich auf dem dritten Platz momentan. Noch 900 Meter von. Ich wäre wahnsinnig, wirklich. Zieh, komm. Zieh jetzt durch. Der Schlüssel zum Erfolg. Ja, ich seh's. Bleib jetzt vorne. Der Schlüssel zum Erfolg hat gewonnen. Du gibst mir jetzt den Schlüssel. Ich bin sehr stolz auf dich und auf den Mann da drauf. Oh. Dieser Mann hat ab dem Moment, wo das Pferd im Ziel war, an mich geglaubt. Nicht eine Sekunde vorher. Ja. 500. 100. 50. 200. 50. 300. 50. 400. 50. 500. Müssten 1000 sein. An dieser Stelle hätte ich mal einen erfahrenen und weisen Mann eine Frage. Willst du jetzt eine Ölle oder nicht? Sollte man sich jetzt eigentlich vom Glücksspiel fernhalten oder nicht? Auf keinen Fall. Wenn man so ein Glück hat, muss man sofort weitermachen. Na gut, ich wollte eigentlich was pädagogisch Wertvolles mal anhängen, aber wenn du das sagst, dann stimmt's. Na, dann wird der Gewinn jetzt versoffen. So, wir sind hier fein eingekehrt bei einem Ehrenwerden. Japanischen und vietnamesischen Instrument. Ich habe jetzt dreimal Sake springen lassen hier nach diesem wundervollen Tag. Selbstverständlich. Das ist ja, dann vielen Dank. So fällst du das an? Ich kipp's auch aus. Komplett? Nennt ihr nicht. Dann fällt das, dann, wenn du das komplett ausgießt, dann. Der Löcher läuft über. Das ist korrekt. Haben wir schon mal angeschlossen. Ching Chao. Zum Wohl. Genau das. Ching Chao. Das riecht doch. Das ist sehr heiß. Mhm. Zu heiß. Oh, das kannst du nicht mit auf jeden Fall ist es mild. Oh. Also alkoholtechnisch geschmeckt. Na, was schmeckt das? Komisch. Reis. Das ist angenehm, aber. Wir müssen da ein bisschen mal ein bisschen experimentieren. Das und wie viel ist es jetzt? 4 cl? Das ist der ganze Nachfolger. Das sind 200 Milliliter. Das ist ja wie ein Weinglas. Damit schon besser. Nee, das ist das Ziel. Normalerweise teilt man sich ja so ein Ding mit 3 Schöpfen. Warum haben wir da nicht 1 bestellt? Ich muss ja, heute schöne Abend. Ich muss morgen 4 losfahren. Ja, Onis, danke. Das ist alles nicht so meins. Die 3 Ragis. Die 3. Also die 3 Sage. Die 3 Ragis. Die 3 Sage sind übrigens alle. Ja. Statement zum Sage? Ja. Der ist ganz schön verfärbt, der Sage. Aber die Sage. Der Vater ist jetzt vegan unterwegs. Ich dachte doch nicht. Das hätte ja noch was merken können. Ja. Kriege ich ja noch Bestecker. Das ist aber irgendwie schlecht. Also das ist wie so eine Zuckerdüte zur Schulanführung. Max, heute ist deine Schulanführung. Endlich hören wir die mal nach. Aber man muss sich auch mit wenig begnügen können. Das ist doch ruhig. Das sagt doch nicht alles. Dankeschön. Das sei der Freund, das ist meine. Dankeschön. Alles nicht gut. Das haben wir heute eigentlich schon mal. Aber, also übrigens, nur hin, das ist ein Shot. Muss ich immer alles exen? Das muss rein in die Bälle. Nee, ich will erst mal wissen, was ich trinke. Oh, das schmeckt. Oh, das ist ein Mann. Das ist sehr ehrenwert. Das ist ja süß. Du auch. Eine Pflaume ist immer süß. Danke. Ich verspüre Brand. Ist der Kühlschrank noch gut bestückt? Das liegt an Öl. Geschissen. Hey! Endlich Feierabend.
Das ist echt harte Arbeit, das Leben. Mm. Ich muss sagen, heute war ein sehr guter Tag. Ja, toll, das letzte Rennen, ne?